Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ja, wir haben zuletzt doch recht viel hier am Lager gemacht. Oh, da wollte ich nicht drauf springen. Machen wir gerade nochmal. Also, ja gut, Taschen können wir jetzt noch nicht machen. Können wir vielleicht später mal machen. Und, genau, bei uns haben wir noch nichts. Bei John, also noch nicht alles. Bei John haben wir noch ein bisschen was offen. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass wir das... ja, anderen mal wieder weitermachen und dass wir jetzt mal ein bisschen weiter in der Story kommen. Denn ich hatte ja gesagt, 5 bis 10 Folgen machen wir und dann geht's weiter. Und ich habe auf jeden Fall Lust, hier an der Story weiterzumachen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir hier mal mit Sadie reden und mal hören, was sie uns zu sagen hat. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? What the hell have they done to me? Look, there in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll Moore is coming! Ach du Scheiße, das fängt ja hier gut an. Ich hab zum Glück ein Gewehr dabei. Nicht mit uns. Ah, da ist er. Und da hinten ist noch einer. Mist. Wie haben die uns denn gefunden? Oh, scheiße. Scheiße, ja, ich gehe ja schon. Ja. Achso, das sind unsere Leute. Jetzt geht's los. Nimm beide. Oh, das war doch schön. Ach komm schon. Geh mal hier in Deckung. Oh Gott, ich sehe nicht viel, wenn er hinter mir ballert. So. Oh, die sind völlig maskiert. Scheiße. Was? Den kleinen Schrank soll ich schieben. Oh, komm schon. Schweres Holz. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go. Okay. Hier können sie natürlich durchkommen, ne? Ganz easy. Ach, scheiße. Ich treffe den nicht. Warum?
So, was haben wir hier für ein Gewehr? Das Lancaster. Sehr gut. Da kommt er. Was Hölle? Ach du Scheiße. Oh Gott. Das war knapp. Krass. Der voll die Action gerade. Alter Schwede. Miss all this? Come on, Arthur. Now we go back. So. Bin, dann kann ich immer noch. Ich will mal gerade eine Sache ausprobieren. Scheiße, es läuft ja weiter. Doch, egal. Guck ich später. Die ist viel zu offen. Oh, komm schon. Sehr schön. Ach du Scheiße, die läuft vorne rum. Warum? Ist das Dynamit? Hoffentlich nicht. Ich glaube, die gehen zurück, oder? Hoffentlich darf ich hier noch plündern, ey. Cowards! We okay? I think so. Except for Karen here. Poor kid. Mr. Swanson. Would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Was? Ja, das heißt, wohl weiterziehen, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Was haben wir denn hier? Also die Straßenbahnstation, sagt er, ne? Das hier können wir eigentlich auch noch machen. Ich glaube, das machen wir tatsächlich jetzt. Nur möchte ich noch eine Sache vorher mal gerade gucken. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, das war aus dem Inventar heraus. Moment, schaue ich, wenn ich auf dem Pferd bin. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ne? Ob, wenn wir jetzt weiterziehen, die Aufwertungen dann auch bleiben oder nicht. Da müssen wir mal schauen. So, mein Araber. Jetzt schaue ich mal gerade in meine Tasche. Hatte ich da nicht irgendwo mal Uhren? Da ist Kaffee. Hier haben wir eine Uhr. Achso, Uhren allgemein. Kann ich die ja nicht ausrüsten? Weil die kann man nämlich. Ups, falsch. Die kann man nämlich irgendwie ausrüsten, dass man da auf die Uhr schauen kann.
Naja, egal. Yeah. Here we go. Yeah. Weiter geht's. Ja, mittlerweile, ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Boah. Aber die haben anscheinend hinzugefügt, dass man ja geklaute Güter behalten kann. Und die im Lager wieder ausrüsten kann. Das heißt, ich werde mir da vielleicht mal Polizeihut oder sowas klauen. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Und, genau, es gab ja das Problem mit dem Wasser, ne? Wenn wir zum Wasser reiten, dass es so ein bisschen geruckelt hat. Also die Performance ein bisschen schlechter ist. Ich habe jetzt mal eine Sache ein klein bisschen runtergestellt. Da scheint das noch nicht so ganz performant zu sein. Das war, glaube ich, die Wasserauflösung nochmal hochskalieren oder so. Da kann man dann 4 Punkte auswählen. Ich habe dann den, ja, auf 3 von 4 zurückgestellt. Dann ging es. Gefühl. Aber da müssen wir mal schauen. Fine. Here it is. What we agreed on. Good man. Well, was machen die für einen Scheiß? Easy. Don't need more guns in the hands of those. Ah, zum Wagenheder. Ja, das haben wir auch noch nicht. Hätte natürlich auch schief gehen können jetzt. Silberne Taschenuhr. Hä? Ich will nicht da drauf. Noch nicht. Was war denn das andere? War das auch ein Räuber? War das irgendwie ein Hehler? Wir nehmen uns auf jeden Fall mal alles mit. Wie sieht es munitionstechnisch aus? Oh, gar nicht so gut. Da muss ich sowieso auch mal schauen. Hä, habe ich jetzt... Was? Hä? Wieso hat denn der die Waffe getauscht? Da liegt sie. So, hoffentlich schießt mir da keiner drauf. Irgendeiner, der ausrastet. Ich steig erstmal auf. Kann sein, dass wir jetzt eine ganz nette Fahrt vor uns haben. Also ich soll das zum Kutschenhehler bringen, ne? Das heißt, wo war der denn? Hier oben irgendwo, ne? Da. Ich hau mal gerade auf Index. Da haben wir doch Wagenhehler. Ja gut, würde wahrscheinlich jetzt ganz unten sein. Das ist der allgemeine Hehler. Wagen. Da gibt es leider nur einen. Okay, das heißt, wir müssen da hochfahren. Dann schauen wir mal, was wir an Belohnung kriegen. Weil ich meine, Dynamit in der Zeit, das ist, glaube ich, einiges wert. Schauen wir mal. Kann natürlich sein, dass wir jetzt auch gleich irgendwie überfallen werden. Deswegen halte ich meine Waffen immer griffbereit. Denn wir wollen ja hier nicht, ne? Das ganze Zeugs verlieren und sterben. War das hier, wo ich die Kuh geklaut habe? Nee. Oh. Ja, ja. Doch alles gut. Gut, jetzt sind wir hier in einem Gebiet, wo der eine ist. Das ist natürlich ein bisschen riskant, aber ich glaube eher, dass er da unten im Sumpf ist. Ja, wir sind auch schon wieder raus. Ist also relativ klein, der Suchbereich. Und wir waren gerade hier am Rand. Das Wetter sieht ja gar nicht so schön aus. Aber 26 Grad. Naja. Scheiße. Mein Pferd ist außer Hörweite. Na toll. Dann muss ich gleich mal schauen, wie ich denn wieder zurückkomme. Wenn mein Pferd natürlich hier nicht hinterherkommt. Weißwedel höre ich Stufe 1. Den hört man nicht mehr. Ich würde das ja schon gerne mal machen, ne? Einfach mal reinschießen, aber nein, lass mir das.
Wäre vielleicht eben lustig gewesen, wo die vier Leute davor standen. So, ich glaube, wir sind bald da, oder? Das müsste doch da vorne sein. Ich meine, das ist da vorne. Und das sind auch die Berge, wo wir herkamen. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. So, das müsste die Kutsche sein da vorne. Ach, die Kutsche, die Scheune. Mach ich einfach mal querfeldein. Öffne die Tore. Und rein damit. Dynamit. Very nice. I'll find a good home for this. Here you go. So, was kriegen wir denn dafür? $4,000. Nee. Ach, 40, ist ja normal. Ah, mein Pferd ist aber da. Das ist gut. Das ist schön. Das ist eine Ziege. Brauche ich davon nicht eine? Oder? Nee, lass mir das. Lassen wir das. So, wie soll... Achso, das ist eine Aufführung. Hinter hinten. Ja, würde ich sagen, machen wir uns hier ran. Ach. So. Machen wir uns daran. Holen wir uns den Typen. Tot oder lebendig. Wir holen uns den lebendig. Ich glaube, der hat nicht so viel gebracht. Ich glaube, das war $25. Frag mich nur. Nee, ich glaube, es wurde... machen wir mal. Komm, wir haben den schon mal abgegeben. Machen wir. Oh boy, I sure owe you one. If I'm gonna be hanged, at least let it be for a crime I committed. I hear the general store owner in Strawberries got a nice little moonshine operation running beneath his shop. Danke. Do you good to check it out. Danke, danke. You best run along before the law comes back for you. So, da hat er jetzt eine Auswahl an Pferden. Ist das hier? Nee. Aber das ist auch ein schicker Hut, glaube ich. Setz ihn mal kurz auf. Ich schau mal. Weil wenn man das schon machen kann jetzt. Hat auch was, oder? So ein bisschen. Naja. Oh, jetzt schießen die auf mich. So eine Scheiße. Voll. Scheiße. Was für ein Mist. Ich werde jetzt einfach mit meinem Haupthut weiter. Ich hau hier ab. Oh. Ich hau hier ab. Wird wahrscheinlich Kopfgeld geben. Oder ich hab den noch erwischt, aber da ist noch die eine in der Kutsche drin. Warte, ich schau mal gerade auf die Karte. Ach komm, scheiß drauf. Kopfgeld können wir noch bezahlen, so ist das nicht. Ja, ist mein Pferd dann doch mal hier gerade gestorben. Sehr schade. Oder ausgenockt gewesen. Aber wenigstens könnten wir es wiederbeleben. Weißwedelhirsch. Ah ja. Da ist ein Ortsschild.
Kann sein. Moment. Nö, ich glaube, das ist nochmal gut ausgegangen. Hat jetzt natürlich ein bisschen Minuspunkte gegeben, aber können wir ja wieder gut machen. Das kann man ja jederzeit wieder gut machen. Das wird aber langsam auch echt eng. Also zum Waffenladen sollte ich auch mal. Und jetzt wird es, glaube ich, langsam ungemütlich. Ach, richtig. Richtig, richtig ungemütlich. Gut, ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. Denn wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal wisst ihr, wie es weitergeht. Was ist denn da oben? Moment, das will ich gerade noch schauen. Das normale Adler. Moment, die fliegen gleich vorbei, glaube ich. Wo sind sie denn? Ah, da. Mist, kann ich nicht mehr untersuchen. Jetzt. Kohlrabe ist das. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.